Es ist eine klare Aufgabe für so ein Turnier, dass, wenn man eine Leistung mal nicht bringt, dass man die analysiert und dass man darüber auch diskutiert und auch nach Lösungen sucht. Und natürlich weiß man, dass es danach auch weitergeht. Und Gott sei Dank geht es weiter. Es war jetzt nicht Niederlage im Achtelfinale, sondern eine Niederlage vor dem Achtelfinale. Sodass ich wirklich sagen muss, ja, es war nicht unsere Leistung, die wir bringen wollten, aber natürlich auch vielleicht auch zum richtigen Zeitpunkt. Und wir werden jetzt die Schlüsse daraus ziehen und werden hoffentlich die richtige Antwort auch morgen präsentieren können. Was sicherlich nicht die Lösung sein kann, zu sagen, wir haben auch schon mal gut gespielt und wir haben auch in der Vergangenheit tolle Spiele gemacht. Wir müssen immer das letzte Ergebnis irgendwo bewerten. Das ist das, was nachher am Ende dasteht. Und wir haben nicht gut gespielt jetzt gegen die Niederlande und müssen einfach jetzt besser spielen gegen Dänemark. Und dazu muss man natürlich auch die Erfahrungen aus diesem Niederlande-Spiel auch mit einarbeiten. Und das ist auch geschehen. Ich glaube schon, dass wir auch gegen Dänemark in der Lage sind, deutlich besser zu spielen, als wir es gestern getan haben.